Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser Folge geht es um die Audio Settings und wie man ein angeschlossenes Interface integriert, beziehungsweise Mikrofone oder andere Instrumente anschließt. Legen wir doch einfach mal los. So, wenn man Bitwig hier das Dashboard aufmacht und dann in die Settings geht und dann Audio auswählt, dann kommt man auf die Übersicht der gesamten Audioeinstellungen. Ich arbeite hier unter Linux, deshalb gibt es hier beim Audiosystem Driver Modell diese drei, also Check Pulse Audio. Unter Windows habt ihr wahrscheinlich einen Wasabi, einen ASIO oder ASIO for All Treiber. Aber das ist jetzt einfach betriebssystemabhängig. Das müsste wahrscheinlich fast von alleine funktionieren. Und wenn ihr die Treiber wechselt, müsst ihr wissen, was ihr tut. Oder einfach schauen, wer das gleiche Betriebssystem hat und euch dort Hilfe holen. So, hier kann man noch einen Recording Offset einstellen. Es steht hier auch nochmal, dass hier das eine Timing Correction Offset ist, wenn es eine Verzögerung gibt, eine Latency, und die kann man hier noch mit ein bisschen korrigieren. So, und Bitwig kann man einstellen, dass als Transport Sync Master fungiert. Jetzt kommt man das eigentlich. Ich habe hier an dem Gerät angeschlossen ein Audio Interface mit 4 Eingängen. Und standardmäßig ist der Stereo-Eingang verbunden. Das heißt, ich habe die ersten beiden Eingänge, wenn ich das hier aufklappe und unter System, sehe ich hier eine ganze Menge Eingänge. 4 Capture, also physikalische Eingänge, und 4 Monitor-Eingänge. Monitor ist einfach, dass ich das Signal quasi durch das Device nochmal direkt abhören kann, ohne Verzögerung, dass es durch den Computer läuft oder so. Einfach noch ein zusätzlicher Signalweg. So. Das heißt, standardmäßig habe ich hier einen Stereo-In und den setzt er normalerweise auch immer auf die ersten beiden Eingänge. Und standardmäßig wird mir ein Mono-In definiert, der, das ist halt ein Mono-Kanal. Beim Stereo habe ich hier halt 2 Kanäle, also den ersten Eingang und den zweiten Eingang, definiert als links und rechts. Und beim Mono-Eingang habe ich halt nur einen Eingang. Wenn ich zum Beispiel ein Mikrofon einstöpse, was ich hier zum Beispiel auch habe, mein Mikrofon ist hier auf System Capture 1, also auf dem ersten Eingang von meinem Audio-Interface. Und ich bin jetzt hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe ja 4 Eingänge und manchmal schließe ich da auch noch mehr als nur das Mikrofon an. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel eine Gitarre anschließen, da brauche ich nur einen Mono-Eingang. Oder irgendwie ein anderes Gerät, was nur Mono hat, und dann definiere ich mir alle 4 Eingänge als zusätzliche Mono-Eingänge. Das heißt, ich habe einfach Mono-In als den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten. Jeweils an den ersten Eingang, den zweiten Eingang, den dritten Eingang und den vierten Eingang rangeklemmt. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja einen Stereo-In, was mir die ersten beiden Eingänge ja belegt, und die kann ich separat nochmal als Mono-Eingänge abzapfen quasi. Jetzt kann es ja aber sein, dass ich einen Synthesizer, der Stereo rausgibt, anschließe. Und deshalb habe ich mir hier noch so ein Stereo in 2 definiert. Und dieser Stereo in 2, das sieht man hier, Capture 3 und 4, ist wie bei Mono 3 und 4. Die haben auch Capture 3 und 4. Nur dass der das quasi als Stereo-Signal empfängt. Der empfängt beide Signale gleichzeitig. Und eine kleine Linux-Besonderheit, was ich hier noch habe, ist, dass ich zum Beispiel den Sound aus dem Browser oder andere Desktop-Klänge, kann ich hier über Desktop-In, über meinen Pulse Audio Check Sync, Left und Right auch noch in Bitwig reinrouten. Das ist aber eine Besonderheit bei Linux. Und das gibt es bestimmt auch in irgendeiner Form bei Mac und Windows, dass man da extern, also Klänge vom Computer in die DAW reinrouten kann. Aber an das Betriebssystem, da dürft ihr mich nicht fragen. So, wenn ihr diese
Eingänge nicht habt, dann könnt ihr unten Add Mono, einen neuen Mono-Kanal, dann könnt ihr den Mono 5 mit hinzupacken. Ich habe aber keinen fünften Eingang, deshalb klicke ich den da hinten wieder weg. Oder wenn ihr ein weiteres Stereo-Eingang definieren wollt, dann könnt ihr hier auf Add Stereo klicken und dann kriegt ihr nochmal einen weiteren Stereo-Eingang. Aber wie gesagt, ich habe hier auch nicht mehr als vier Eingänge, deshalb wäre das jetzt überbelegt. Der bringt mir persönlich jetzt nicht wirklich was. Und dann kann man noch die Output-Busse definieren und standardmäßig sind hier Speakers, Headphones und Stereo-Out belegt, namentlich. Und die sind bei mir im Moment alle auf denselben, weil ich die so gerade im Moment nicht benutze. Das könnte ich vielleicht noch mit einem anderen Tutorial erklären, wie man das unterscheiden kann, zum Beispiel, wenn man jetzt tatsächlich auch Aufnahmen macht und einem Sänger jetzt nur einen bestimmten Teil zuspielen möchte von dem Sound oder man in Live-Situationen was einen Sound erst vorhören möchte, bevor man ihn dann quasi in die Boxen schickt und. Da kann man eine ganze Menge machen. Und hier drunter gibt es dann nochmal Add Mono, also könnte hier jetzt nochmal so ein Mono-Output dazu packen, dass halt quasi nur aus einem Kanal der Sound kommt, ein Stereo-Signal dazu packen, nochmal zusätzliche Speakers oder zusätzliche Headphones hinzupacken. So, wenn ich das mache, dann kriege ich Headphones 2 und ich kann die natürlich hier auch eigen benennen, wie ich das möchte. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn ich jetzt ein Mikrofon anschließen möchte, und ein Mikrofon ist eigentlich normalerweise immer Mono, es gibt auch Stereo-Mikrofone, aber der Standard ist eigentlich ein Mono-Mikrofon, dann muss ich gucken, dass ich zu meinem normalen Standard-Stereo-In ein Mono-In habe. Und wenn ich ein Interface habe, was mehr als nur einen Eingang hat, muss ich natürlich gucken, wie das hier verdrahtet ist im virtuellen Sinne. Das heißt, wenn ich mein Mikrofon an den Eingang 3 habe, aber ich habe hier nur Stereo In und Mono In, jeweils nur mit Capture 1, 2 und Capture 1 definiert, dann kann ich ja den dritten Eingang gar nicht abgreifen. Also muss ich mir noch einen dritten oder am besten halt alle vier definieren, die auch ordentlich zuweisen. Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3, Eingang 4. Und dann kann ich auch das Signal abgreifen. So, wie ich das jetzt mit dem Signal abgreife, mache in Bitfix selbst, zeige ich jetzt gleich. So, das heißt, aus den Settings gehe ich jetzt raus und bin jetzt in meinem ganz normalen Bitfix drin. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Audiospur. Und bei der Audiospur, wenn ich hier jetzt auf Aufnahme gehe oder auf Arming gehen, dann hört man mich gleich doppelt, weil das Mikrofon, und zwar wahrscheinlich nur auf einer Seite doppelt, weil das Mikrofon am Eingang 1 ist und Stereo In gibt Eingang 1 und 2 wieder. So, jetzt hört man mich doppelt auf der linken Seite. Das heißt, wenn ich hier auf den Track gehe, dann muss ich definieren, woher möchte ich mein Signal haben. Standardmäßig hat eben der Audio 2 den ersten Stereo-Signal, den wir hier in den Settings, in den Audio-Settings definiert haben, das Stereo In, den nimmt er standardmäßig. So, jetzt habe ich aber im Inspektor hier den Input-Bus und den Output-Bus. Das heißt, was hier in diesen Signal reingeht, ist das Stereo In. Und aus diesem Audio 2, was da rauskommt, schicke ich hier in den Master-Bus. Und jetzt kann ich hier den Stereo In anklicken und sehe jetzt auch an deinem Ausschlag, wo Signale reinkommen. Im Stereo In kommt ein Signal rein, natürlich nur auf einem Kanal, weil ich habe ja zwei Inputs und mein Mikrofon steckt nur in dem einen Kanal. Und bei Mono In habe ich nur einen Kanal, das ist mein erster Eingang. Und wenn ich den jetzt auswähle und hier den Arm-Knopf drücke, dann hört man mich doppelt in der Mitte. So, jetzt hört man mich doppelt in der Mitte. Wenn ich jetzt hier das OBS auf Stumm schalte, dann hört man mich nur über Bitwig. Eventuell. Ich müsste mich auf Stumm schalten, was jetzt doch den Falschen hier angeguckt. So, jetzt hört man mich wieder schön doppelt. Und ich kann hier in Bitwig 4 nochmal
diesen Knopf umschalten, diese Audition Monitor Mode auf On, Off oder Auto. So, bei Auto geht der halt an. Wenn ich hier das arme und sage, ich will hier aber Monitor Off, dann höre ich mich nicht selber nochmal sprechen, aber ich könnte hier jetzt einfach mal meine Stimme hier aufnehmen. Man sieht das gleich in der DAW. Den oben brauche ich eigentlich nicht, dass jetzt meine Stimme aufgenommen wird. So. Und jetzt mache ich hier das wieder auf aus. Nee, auf aus. Und hier den Armknopf weg. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, meine Stimme hier aufnehmen, man sieht das gleich in der DAW. Den oben brauche ich eigentlich nicht, dass jetzt meine Stimme aufgenommen wird. So, und weil es natürlich so absolut toll ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Hall dazu machen. Und wenn ich das richtig auswählen kann, dann kriege ich auch einen Hall, einen sogenannten Kai-Hall, wie der Profi sagt. Und dann klingt das Ganze nämlich, wenn ich den Hall auch in die richtige Spur lege, so mit richtig ordentlich und late und gib ihm meine Stimme hier aufnehmen, man sieht es gleich in der DAW, den oben brauche ich eigentlich nicht, dass jetzt meine Stimme aufgenommen wird. So, und schon hat man seine Stimme da drin oder eben eine Gitarre oder ein anderes Instrument, was man hier anschließt. Sprich, man nimmt eine Audiospur und dann geht man in den Inspektor und sagt, okay, welchen Input möchte ich? An welchem Eingang meines Audio-Interfaces habe ich was angeschlossen? Und dann kann ich ja auf dem Instrument rumspielen, sehe dann hier schon am Ausschlag, ah, okay, da kommt was rein. Den wähle ich dann aus. Und wenn ich dann was aufnehmen will, muss ich das hier natürlich dann noch armen, also mit dem Aufnahmeknopf versehen, dass Bitwig weiß, okay, auf der Spur soll ich was aufnehmen. Und dann drücke ich Aufnahme und dann geht die Aufnahme los. Und dann ist der Sound im Kasten quasi. Okay, das war's dann auch schon wieder hier mit der Audioaufnahme und den Audio-Settings. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen. Und kommentiert unter dem Video, wenn ihr Fragen habt zu, wie schließe ich das Mikrofon an, wie schließe ich ein Instrument an oder wie auch immer. Schreibt aber dazu, welches Betriebssystem ihr habt, welche Audio-Interfaces ihr benutzt, ob ihr einen USB, einen Thunderbolt, ob ihr direkt über die Soundcard, über den Chip, über einen USB-Mikrofon. Also alles, was wichtig für die Leute ist, die sich damit auskennen, damit die wissen, okay, was habt ihr da eigentlich am Start? Weil einfach sagen, hilf mir mal, das Mikrofon anzuschließen. Das, ja, dann sag ich, steck den Stecker rein, dann geht's. Dann sagst du, ja, mache ich ja. Sag ich, ja, okay, dann muss es ja gehen. Dann sagst du, nein. Und, dass man dieses Ping-Pong-Spiel einfach weglässt, weil ihr habt Interesse dran, das Mikrofon zum Beispiel anzuschließen. Also versucht, so viel Informationen an die Leute zu liefern, die euch helfen könnten. Und dann geht das auch schnell, weil wenn du jetzt schreibst, so, okay, ich habe hier ein Audio-Interface, habe ich per USB angeschlossen. Das funktioniert erst grundsätzlich. Das heißt, wenn ich was spiele, kriege ich Sound raus. Das ist gar kein Problem. Aber jetzt habe ich mir so ein Mikrofon hier gekauft und möchte da jetzt reinsingen, reinsprechen, reinrappen. Aber ich kriege das irgendwie nicht gebacken und ich benutze hier einen Linux oder einen Windows oder einen Mac. Das Ganze ist über USB, wie gesagt, dran. Ich habe mein Mikrofon am Eingang 1. Ich habe auch Phantomspannung zum Beispiel an. Ich habe den Regler auch schon aufgedreht. Also der ist jetzt nicht einfach zu leise oder so und man hört nichts. Grundsätzlich höre ich ja Musik. Aber irgendwie, ich kriege dieses Mikrofon nicht zum Laufen. Oder ich habe hier noch so einen Schalter und den habe ich einfach vergessen anzumachen. Es ist meistens immer nur so ein kleiner Schalter oder das Kabel, was nicht drin steckt oder kaputt ist oder irgendwie sowas. Es sind immer die kleinen Dinge, die einen fast verzweifeln lassen. Deshalb denkt dran, wenn ihr Fragen stellt, in Kommentaren, in Foren, auf Discord, egal wo. Versucht den Leuten so viel Informationen mitzugeben, wie es nur geht, also jetzt ohne gleich ganze Bücher zu schreiben, damit die wissen, mit was sie es zu tun haben.
um euch dann auch wirklich eine gute Antwort geben zu können. Weil sonst geht dieses Fragespiel hin und her los und wenn es ganz blöd läuft, fragt ihr am einen Tag, jemand anders liest es am anderen Tag, antwortet euch gerade dann, wenn ihr euch gerade wieder ausgeloggt habt. Ihr seht es dann am nächsten oder übernächsten Tag und sagt, okay, der fragt mich jetzt, was habe ich eigentlich für ein Betriebssystem? Und dann kann sich das im blödesten Fall über Wochen hinziehen und ihr seid über Wochen frustriert, weil das Ding nicht zum Fliegen kriegt. Und eigentlich, ihr habt so ein tolles neues Stück und eigentlich sollte das in 5 Minuten und ihr wollt singen engelsgleich und es geht einfach nicht. Daher, keine Frage ist so blöd, wirklich. Stellt Fragen und versucht aber euch reinzudenken, die Person, die euch antwortet, braucht Informationen über das, was ihr benutzt. Wie ist das Mikrofon angeschlossen? Habt ihr überhaupt Strom? Habt ihr keinen Strom? Externes Audio-Interface, interner Chip, was auch immer. Also so einfach so eine grundsätzliche, was habt ihr vor euch, damit das Gegenüber, die Person gegenüber auch wirklich eine Vorstellung bekommt und sagen kann, ah, okay, weiß ich, da könnte ein Fehler liegen. Und dann kann man mit der Suche anfangen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch was geholfen oder hilft euch hoffentlich. Ihr habt einen kleinen Überblick gekriegt und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.